Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm. Ende. Wir sind, vor der Tunnel-Auswahlprüfung anscheinend und haben komplett das Reich der Wellen übersprungen mit Zabuza und Haku und einer unheimlich coolen Storyline, die die Macher wohl einfach für unnötig empfunden haben und sie nicht inkludiert haben. Okay. Ne? Warum nicht? Jetzt würde mich interessieren, ob die Tunnel-Auswahlprüfung, ob das auch eine extra Map dann wird. Weiß nicht, kann man das... Oh, da ist noch eine Missionstruhe, eine Schatztruhe. Die Schatztruhe habe ich vergessen. Nach der letzten Prüfung von Kakashi. Kakashi-Sensei! Naja. Nein! Okay. Komm. Woo! Ja, also Reich der Wellen, Zabuza, Haku komplett raus. Vielleicht kriegt man sie trotzdem als spielbare Charaktere oder... Keine Ahnung, von wann das Spiel ist. Ich glaube, das ist PlayStation 3 von, also, komm, ernsthaft, von der Konsolengeneration her, als es ursprünglich released worden ist. Das was ich ja jetzt spiele, ist ja das quasi Re-Release, was sie dann auch auf dem PC rausgebracht haben. Ich glaube, das ursprüngliche gab es gar nicht auf dem PC. Und, deshalb haben sie einfach gleich die HD-Version, die sie für PlayStation 4 released haben, auf dem PC released. Also es ist quasi ein Remaster. Kakashi's Ninja Handbuch Band 2. Kakashi Attacke, flammende Feuerkugel kann er jetzt. Nice. Von daher ist es einfach ein Re-Release von einem, ja, also ich habe quasi, ich spiele quasi gerade das Remake oder das, man sagt ja nicht unbedingt Remake, sondern man sagt ja irgendwie HD-Version, weiß es nicht. Weil man merkt auch instant, dass sich das Spiel besser spielt als die ungepatchte Version von zum Beispiel dem Dreier, ne? Weil das 1er und 2er sind nicht erschienen auf PC, soweit ich weiß. Und das Dreier hatte halt schon einen PC-Port und der hat einen gratis DLC bekommen für ja, für HD-Version dann letztendlich. Und hier müsste eigentlich irgendwo ein Schalter sein. Nö. Okay, ist kein Schalter da. Macht nichts. Deshalb, ja, ich spiele auch, Spoiler, den HC, HD, DLC, so rum. Und, falls ihr noch nicht gemerkt habt, oder ich vergessen habe zu sagen und es jetzt erst erwähne, werden alle anderen Spiele auch noch spielen. Also, 4 Stück habe ich. Und 4 Stück spiele ich. Hier kannst du Tausch-Items verkaufen, Blumen, die du durch das Erfüllen von Missionen gesammelt hast. Wenn du zu viele Blumen hast, kommst du hierher, um sie zu verkaufen. Willkommen! Ich sehe dich nicht sehr oft. Ich will nicht die Blumen ausliefern. Ich möchte jetzt vielleicht erst nochmal zu Ichiraku gehen. Und schauen, was für Süppchen ich jetzt machen kann. Ich hätte so Bock da drauf, einfach mal so eine Nudelsuppe zu haben. Irgendwann, Leute, irgendwann kaufe ich mir die Dinger. War nicht so teuer. 5000 Schritte. Das sind neue Missionen, die wir abgeschlossen haben. Eine C. Du bist an einem brandneuen Szenario. Markiere in der Missionsliste das Symbol der Flashback-Mission und drücke anschließend die Unten-Taste. Der Bildschirm scrollt darauf hin und ermöglicht die Auswahl der neuen Missionssymbole. Okay. Geh in den Training. Ah, okay. Cool. Das ist cool. Aber wir schließen natürlich jetzt erstmal die hier ab. Verlaufe die robuste Beine zum Überstehen des längsten Missionen, bla bla bla. 5000 Schritte oder mehr. Haben wir. Nice. Abgeschlossen. Und rote Blumen erhalten. Und die nächste. Ja. Ich finde es eigentlich nice, dass diese Achievements hier als Missionen mit drin sind. Und, naja, gut, im Steam poppt irgendwie nichts auf, aber. Naja. Wir übergeben mal die Zutaten. Wir können Walnussnudeln machen. Warum auch immer man Walnussrahmen machen wollen würde, das klingt doch scheiße. Ich meine. Naja, was sagen wir? Gucken, was er sagt. Das ist viel zu zäh! Ja, ekelhaft. Sei doch. Einfach nur ekelhaft. Wenn du noch ein paar Blablabla. Ja. Kann ich nicht nochmal machen? Nein. Roter Miso. Okay, das klingt schon eher nach was. Mal gucken, was sagt er dazu?
Erinnert an Miso-Nudeln, nur ganz anders und gar nicht mal so schlecht. Nice. Irgendwann hole ich mir mal so ein ordentliches Rahmenrezept raus. Vielleicht suche ich mir auch ein vegetarisches. Blumennudeln. Die habe ich. Ja, mir fehlen blaue Blumen und schwarze Blumen. Schade. Aber ich kann Tangnudeln. Also wichtig sind mir eigentlich nur die Eier. Ja, in Nudelsuppe sind die Eier wichtig und... also ein Rahmen und die Nudeln halt. Der Seetang saugt die Brühe komplett auf. Das gefällt mir. Nice. Also Seetang gehört natürlich auch dazu. Warum auch immer. Verstehe ich auch nicht so ganz. Was die alle mit ihrem Seetang-Shit da haben. Das ist ja jetzt nicht so... Natursalznudeln. Okay. Macht das irgendwas anderes? Das ist einfach nur ein besonderes Salz, oder? Kann ich Nudelsuppe machen? Probier sie doch gleich mal. Mal gucken. Ist zu salzig, oder? Das unterscheidet sich von deinen üblichen Salznudeln. Okay. Sonst halt nichts. Nice. Weiß nicht, ob wir noch welche hinkriegen. Nee, Nudeln mit Reis? Da sie auch gekocht. Das klingt nice. Das klingt echt gar nicht mal so schlecht. Man könnte mal schauen, ob man das machen kann. Also, in echt meine ich jetzt, ob das mit Reis klingt. Das könnte man. Na gut, mit Stäbchen wird es halt ein bisschen schwierig, aber die haben ja diesen normalen Klebereis, ne, den sie meistens machen. Und das könnte dann echt ganz gut schmecken, muss ich sagen. Könnte man ausprobieren. So, wir sind fertig damit und können in der Missionsliste... Wir gucken nochmal, in der D-Mission ist nichts mehr Neues drin. Jetzt hier sind auch noch diese Achievements. Ha, haben wir noch ein paar. Besucher-Clan-Herausforderung, Haftbefehl für Jiraiya, Beurteilung dreier Geschwister, ein neues Team wird gegründet. Streben nach höheren Zielen. Harter Versteckspielkampf. Habe ich noch nicht Lust drauf, ehrlich gesagt. Ich möchte gerne weitermachen. Kann ich die Chunin-Prüfung? Genin aus den vielen Dörfern der verschiedenen Nationen haben sich für die Chunin-Prüfung versammelt. In der ersten Phase soll sich die Prüflinge innerhalb der vorgegebenen Zeit aus der Mitte des Todeswaldes zum Turm durchschlagen. Und so nahm Narutos letzte Prüfung ihren Lauf. 19 Missionspunkte. Habe ich nicht. Kann ich aber machen, okay. Heute findet die Chunin-Prüfung statt. Ich habe mich direkt in den Todeswald begeben, wo die Prüfung stattfindet. Und dort eine Menge anderer Teilnehmer getroffen. Aber Pech für alle anderen, dass ich bereits als derjenige ausgesehen bin, der Chunin werden soll. Für die Prüfung müssen wir den Turm in der Mitte des Waldes erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wie ich gehört habe, gibt es unterwegs jede Menge Fallen. Hihi, kein Problem für mich, so viel steht fest. Okay, das ist einfach dasselbe Bild, was ich für das... Heil das Zielan und mal die Bäume, bewege den, ja, bla. Ja. Ja. Kenn ich doch, weiß ich doch. Das ist einfach nur eine etwas schwierigere Version. Von dem, was wir schon mal gemacht haben, anscheinend. Woo! Okay, das war einfach nur Glück. Nice. Ja, ich springe natürlich gekonnt an allen Dingern vorbei. Gekonnt ist eben gekonnt. Okay, nice. Der rollt mich auf jeden Fall sehr weit nach vorne. Anscheinend, wenn ich nirgendwo irgendwie gegen einen Baum oder so stoße. Ja, ernsthaft? Das war's? Okay, also ich, das hat einmal... war es ganz lustig. Huh. Orochimaru. Ja, nü? Ja, schmeißt doch mich wieder raus. Okay, das finde ich halt echt ein bisschen doof, muss ich zugeben. Geheimschrift aufgetaucht. Missionsinformationscharakter aufgetaucht. Hätte ich besser gefunden, wenn, sie mich da einfach direkt hätten weitermachen lassen. Also die Chunin-Auswahlprüfung einmal durch. Ne, man sammelt halt irgendwie, keine Ahnung, am Anfang einmal die erforderlichen Missions-EP für alle Missionen oder so. Oder es gibt auch einen guten Breakpoint in storymäßig in der Chunin-Auswahlprüfung. Und ja, das hätte mich deutlich eher gefreut, wenn sie... wenn sie einfach diesen ja natürlichen Breakpoint dann genommen hätten für... mich weiter mit Nebenmissionen beschäftigen. Hätte ich besser gefunden, aber
keine Ahnung, es ist das erste Mal, dass die Entwickler so ein Spiel gemacht haben, ne? Muss man auch dazu sagen. Die Ninja Storm-Reihe ist ja auch eine sehr hochgelobte, ne? Das Ding hat ja alles angefangen. Also viele Anime-Spiele gab es ja dann erst nach dieser Naruto-Spielreihe. Und auch wenn ich persönlich die Clash of Ninja-Reihe immer deutlich besser fand, ne? Die Clash of Ninja-Reihe ist eben auch von Naruto, aber die sind eben eher, also die sind halt von Nintendo dann, ne? Für die Wii und den GameCube und da gab es auch noch ein paar dann später, aber die haben irgendwann aufgehört, die zu publishen, leider. Weil, naja, wahrscheinlich die Clash of Ninja-Reihe der Ultimate Ninja Storm-Reihe dann ein bisschen zu, unterlegen war, vielleicht wegen der Hardware auch. Weil, naja, irgendwann war es halt dann, glaube ich, einfach so. Aber ich mochte die auf jeden Fall sehr gerne, weil man hatte halt dann 4 Spieler Naruto-Kämpfe und das hat unheimlich viel Fun gemacht. Ja, mit 4 Leuten das auszubaldobern. Und nicht mal wegen der Story, weil die Story war halt in der Regel stinknormal. In einigen Spielen war sie halt auch einfach eine Extra-Story, die halt nichts mit dem Anime eigentlich zu tun hat. Das war halt dann einfach eine quasi wie eine Filler-Episode, ne? Aber war halt nie so eine wirklich schlechte Filler-Episode, war halt einfach immer recht unterhaltsam auch und die Story hatte dann auch ganz nette Twists und Wendungen und so. Und das war eigentlich ganz cool. Die Ninja Storm-Reihe hat dann eben den Markt quasi bedient, ne? Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Ich habe auch die Spiele noch hier liegen. Für Japan ist noch eins rausgekommen. Von der Clash of Ninja-Reihe, das dann hier nicht mehr rausgekommen ist. Dann auch später mit Killer Bee und so, ne? Quasi im Shippuden-Teil schon relativ weit. Sakura, willst du nochmal trainieren? Tja, auffrischen ist wichtig. Eine D-Rang-Mission ist verfügbar. Schon wieder eine D-Rang-Mission? Da bin ich doch schon lange überskillt, du. Okay, dann machen wir nochmal das Baumklettern-Training halt. Kein Ding. Ja, sie steht halt direkt neben mir, du. Ich bin nicht doof. Sakura, ich trainiere mit dir. Oh, du bist es. Wie? Wenn ich schon Gesellschaft habe, ziehe ich Sasuke vor. Wie? Was hast du gesagt? Nein, ich fange mir an. Ja, ich bin zu allem bereit. Das sollte vielleicht nicht unbedingt... Was wir tun werden, ist an der Chakra-Kontrolle zu arbeiten. Das hast du doch schon mal gemacht, oder? Ja, das Baumklettern-Training. Ich muss es nicht erklären, oder? Wir müssen nur immer wieder hoch und runter klettern. Verstanden, ich bin bereit loszulegen. Zurück zu den Grundlagen, das Baumklettern-Training beginnt. Aber es wäre langweilig, nur auf Bäume zu klettern, also machen wir ein Rennen daraus. Sieger ist, wer als erster oben ist. Oh, ein Rennen zwischen dir und mir, das gefällt mir. Ich warne dich, ich werde mich nicht zurückhalten, auch wenn du mein Gegner bist. Natürlich! Ich nehme auch keine Rücksicht auf dich. Da wir jetzt beide wissen, woran wir sind, könnten wir das Rennen beginnen. Das hat als freundliches Training begonnen. Jetzt ist es ein Rennen. In Ordnung. Okay. Das Baumklettern hat auch echt Spaß gemacht. Ja, ich weiß, wie das Baumklettern geht. Dude, oh, es sind einfach noch mehr Dinge hinzugekommen. Ich weiß wohl doch nicht, wie das Baumklettern geht. Go. Au! Das habe ich verkackt. Was? Ich habe doch das Kavarimi. Willst du mich verarschen? Ich habe das Kavarimi nicht gezählt. Aua! Okay, das war meine Schuld. Habe nicht aufgepasst. Autsch! Das ist einfach nicht immer ein Kavarimi. Okay, gut zu wissen. Aber ich dachte eben eigentlich, das wäre ein Kavarimi gewesen. Au. Okay, zwischen den beiden Bäumen kann man wohl nicht hin und her. Sah so ein bisschen danach aus, aber hey. Muss ich halt wohl einfach ein bisschen besser aufpassen hier. Ha,
Hat sie gedacht, sie könnte mich machen, ja. Ich bin Meister im Baumklettern, Diggis. Es läuft. Na? Wieder das Baumklettern. 13 Missions-EP. Ah, ich habe gewonnen! Uff, war ziemlich gut, Naruto. Ich hätte nie erwartet, gegen dich zu verlieren. Ist es möglich, das Chakra so einzusetzen? Ich könnte noch etwas lernen. Weißt du, es tut gut, mit dir zu trainieren. Wir inspirieren einander. Ja! Danke für heute. Ich habe viel gelernt. Ich auch. Wenn ich das nächste Mal trainiere, achte ich darauf, dass es nur Sasuke und ich sind. was, Sakura? Nichts. Bis später, Naruto. Rede mit sich selbst und fängt dann an zu lachen. Mädchen. Kann ich jetzt so nichts, ne? Kann ich jetzt nichts entgegensagen, ne? Hat da schon irgendwie ein bisschen recht. Wo geht's denn lang? Ja, irgendwie... bin ich wohl am Ende von diesem Kurs eingestiegen. Okay, aber hier sind irgendwie... nein. Okay. Ich drücke immer den falschen Knopf dafür. Wäre vielleicht auch cool, wenn man Kamera justieren auf ZL legen könnte im freien Modus. Aber kann man, glaube ich, nicht. Dann müsste ich das komplett umlegen. Auf meinem Controller und so. Bam. Muss mal gucken, ob es noch irgendwo Steuerung gibt. Okay, ich weiß nicht, ob ich... okay, die sind alle hier so angeordnet, dann geht das. Weil das wäre zum Beispiel cooler, wenn ich das mit Reindrücken vom rechten Stick machen könnte. Aber das geht ja wohl nicht. Hab ich einen vergessen? Ja, Tatsache. So. Dann sind noch mehr davon. Aber schön, dass sie mir das Hochgehen so nett markieren an der ganzen, am ganzen Kram. Wir müssen hier in diese Richtung. Schade. Habe ich meinen eigenen Lauf gebremst quasi. Ja, es macht echt Spaß. Also wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass dass mich hier die ganze Zeit nach der Mission eben rausgeworfen werden. Aber es ist ja in Super Mario 64 auch nicht anders gewesen. Kann man den jetzt nicht verübeln, ne? Was zu machen, was Super Mario 64 macht, ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Muss man einfach mal so dazu sagen. So. Piu, piu, piu. Laser ganz piu, piu. Dann schauen wir mal, dass wir gleich nochmal diese Schriftrollen sammeln und dann speichern. Hier ist auch wieder so ein Ding. Vielleicht irgendwo einen Schalterer. Ah, find keinen. Okay, es bringt halt echt einfach nichts hier. Irgendwie. Keine Ahnung, Langlauf. Also im Laufen werfen kann man halt nicht. Also ist dieser Wurfmodus hier echt der beste. So, auch die alle geholt. Ah, Gaara, Kankuro und Temari sind auch schon da. Nice. So, jetzt kann man hier vorne nochmal speichern. Und wir sind also es ist eigentlich noch nicht Zeit, um aufzuhören, weil es sind erst 19 Minuten, aber bevor ich jetzt noch was Neues anfange, ist vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt einfach sagen, Folge vorbei und wir sehen uns im nächsten, wo es dann weitergeht mit der Schulenauswahlprüfung. Macht's gut, bis dann. Tschüss.